His name is Maximus Rex. Hallo Leute, ich bin es, Maximus Rex. Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Waldbaden. Erst einmal zur Definition. 1982 hat die staatliche japanische Forstbehörde die Empfehlung rausgegeben, dass die Leute doch bitte mehr den Wald besuchen sollen, weil das förderlich für die Gesundheit ist. Auf Japanisch heißt Waldbaden Shinrin-yoku. Gesundheitsförderlich ist das Waldbaden unter anderem deshalb, weil die Bäume ätherische Öle versprühen und wenn wir diese Waldluft einatmen, regt das unseren Körper dazu an, mehr Killerzellen zu bilden, die dem Krebs entgegenwirken. Studien haben ergeben, dass ein Aufenthalt im Wald Depressionen, Angstzustände und Wut verringert, Stresshormone abgebaut werden und die Vitalität gesteigert werden. Naja, Studien, das ist immer so eine Sache. Um das zu wissen, braucht man keine Studie. Man kann es selbst erleben. Der Wald ist nicht nur ein Zentrum der Gesundheit und der Therapie. Nein, der Wald ist noch viel mehr. Ein Ort der Freude und der Inspiration. Wenn ihr den Alltag vergessen wollt, geht einfach raus in den Wald. Es kostet euch nichts. Ihr kommt zurück zu euren natürlichen Wurzeln, zur Erde, zur Mutter Natur, zum Boden. Wenn ihr Probleme habt, Fragen, irgendwas, was euch bedrückt, geht einfach in den Wald. Es entspannt euch und die Antworten kommen von alleine. Euer Unterbewusstsein arbeitet für euch. Und dann, wenn ihr euch richtig entspannt im Wald, kommen die Eingebungen von ganz alleine. Und wenn ihr wieder zurückgeht in die wirkliche Welt, in die Welt der unbelebten Materie, in euer Haus, dann fühlt ihr euch frisch, breit und voller Energie. Also Leute, geht nach draußen, geht in den Wald und gönnt euch eine fette Portion Natur.